So, hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Lesbe S&P Live Redeem. Ja, wer sich fragt, warum ich hier bin und warum da oben steht, dein Arm ist erledigt, dein Gehalt, jetzt beim Payday. Ich hatte schon eine Folge aufgenommen, hatte allerdings vergessen, meine externe Festplatte anzuschließen, bzw. anzuschalten, und das Ganze funktioniert dann nicht, weil ich auf die externe Festplatte das Ganze speichern möchte. Gut, wir probieren heute den Job Gärtner aus, also ich habe ihn ja schon, der hat ja Schaltung, der vorhin hat aber Automatik. Ist das unterschiedlich bei verschiedenen Autos? Tatsache. Okay. Das erstaunt mich etwas. So, außerdem gibt es ein paar Sachen. Zum einen, das Video kommt zu spät. Ich weiß, es ist 14:14 Uhr. Da oben steht eine Uhr. Ich habe im letzten Part geraten. Also vor einer Viertelstunde soll das Video kommen. Aber wie gesagt, ich habe jetzt das gerade erst das andere aufgenommen und dann gemerkt, oh, ich habe die Festplatte nicht angeschlossen und muss jetzt das auch nehmen. Also, ich denke, das Ganze ist verzeihlich. Außerdem dürfte einen oder zwei Leuten bestimmt inzwischen aufgefallen sein, damit die Videoqualität besser geworden ist. Und zwar, also hoffentlich, jedenfalls wenn das funktioniert, was ich vorhabe. Also es dürfte eigentlich schon funktionieren. Und zwar habe ich jetzt einen 1080p-Bildschirm, das heißt, ich kann eigentlich in 1080 bei 1920 aufnehmen. Ich habe zwar schon vorher immer in Full HD gerendert, allerdings ist das dann ja nicht Full HD, nicht richtiges Full HD, wenn ich das nicht in Full HD aufnehme. Ja. Und mit etwas Glück sind jetzt auch die schwarzen Streifen am Rande des Bildschirms weg, denn ja, diese sind nicht so prickelnd. Ja, und was ich hier mache, ist jetzt auch schon alles, was wir in diesem Job machen werden, denn im Grunde fährt man nur rum. Und das war's dann auch. Also, man pflanzt hier Blumen ein, indem man kurz vorbeifährt. Weiß nicht, schmeißt die aus dem Fenster raus oder so. Und das war's dann auch. Jetzt waren wir zurück und das war's. Also, ich bin als Multitalent, wie ihr hier gesehen habt. Ich habe die neuen Blumen eingepflanzt, fahr die alten Blumen. Oh, scheiße. Fahr die alten Blumen weg. Nur eigentlich keine Punkte. Habe ich, während ich mit, weiß nicht, 50 km/h vorbeigefahren bin, lol, habe ich die alten Blumen rausgerissen, die neuen reingepackt und natürlich schön mit Erde zugemacht. Das ist alles perfekt. So, man bekommt in Anführungszeichen nur 6850 dazu. Allerdings muss man sagen, dafür, dass das echt schnell geht, ich weiß jetzt hier in knapp 3 Minuten rum, ist das auf jeden Fall ausreichend. Ich probiere mal kurz aus, ob ich jetzt schon wieder neu los könnte. Oder ob es ja auch so ein warte mal, bis du wieder weitermachen kannst. Gedöns gibt, so, Stadtgarten. Okay, nur alle 5 Minuten. Das finde ich persönlich extremst nervig, aber was soll man machen? Gut, jetzt werden wir in die Stadthalle gehen und noch einen Job annehmen. Noch einen anderen Job testen. Und zur Bauarbeiter, und damit hätten wir dann auch schon alle Jobs durch. Danach werde ich... Ich weiß noch nicht, was ich mache. Ich glaube, ich werde wieder Pilot machen. Das hatten wir ja mal am Anfang vom Projekt und das war eigentlich ganz lustig. Also, warum nicht? Ja, warum müssen die denn jetzt auf meiner Straßenseite kämpfen? Das ist echt... Boah, das ist aber knapp. Oh. Das ist aber echt knapp. Ich wusste gar nicht, dass der vorne einen Spoiler hat. Okay, das ist mir neu. Naja. So, ich habe aus dem letzten Part mal die legalen Berufe einfach mal testeshalber durchgeschaut. Habe allerdings keinen gefunden, den ich jetzt nehmen würde. Allgemein aus dem Grund, da ich eh nicht so der illegale Berufe-Typ bin. Ja, ich denke, das kommt ganz gut hin. So, Stadthalle. Erstmal den Job kundigen. Und dann... Bauarbeiter. LKW und Autowegschein. Oh, Autoweg, genau. LKW und Autowegschein, habe ich alles. Habe ich jetzt schon wieder Autoweg gesagt? LKW und PKW scheint so. Wenn sich das wenig aus meinem Wortschatz verziehen möchte.
Dann ist es eben ein PKW. Okay, warum steht er da? Bin auf der Straße jetzt. Leute, gibt's. Okay, wo muss ich hin? Weiß ich nicht, ich muss das Showjob machen, okay. Das ist ja alles noch im Bereich des Möglichen. So. Motor und Showjob. Diesmal mache ich es auch richtig rum. Ich habe nicht letztes Part erstmal Jobshow angegeben. Genau. Nicht angegeben. Eingegeben. Genau. Wo ist denn dieser Job? Weil nicht, dass ich jetzt hier in dieser Kiesgrube in LV sein muss. Ja, das dachte ich mir nicht schon. Dann hätte ich nämlich hier vorne nicht links abbiegen dürfen, wie ich es wahrscheinlich gemacht hätte, wenn ich es nicht gewusst hätte. Ja, das war ein wirklich komischer Satz. Ja. Alles gut, ich war nicht so schnell. Warum habe ich eigentlich keine Gangschaltung? Ich habe gar keine Gangschaltung mehr. Ja, ich habe weder manuelle Gangschaltung noch habe ich Automatik. Okay. Ich beschwere mich nicht. Ich will ja nicht sagen, dass dieses Gangschalten ziemlich nervig ist teilweise, aber... Nein, ist es nicht. Nein. Gut, grüne Ampel, perfekt. Diesmal fahre ich auch hier rechts auf, denn einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Nein, auf LOG war das, glaube ich, noch. Habe ich wirklich mal die andere Auffahrt benutzt und... Oh, nur 120. Habe ich wirklich mal die andere Auffahrt genutzt. Und habe dafür so viele Punkte bekommen, damit er gleich mal im Führerschein entzogen wurde. Und das fand ich gar nicht lustig, deswegen habe ich mir seitdem angewöhnt, die richtige Auffahrt zu benutzen. Ja, da spricht auch nichts dagegen. Und warum ist alles blau? Wahrscheinlich wegen irgendeinem Ganggebiet. Ach, da vorne ist Zoll, ne? Da muss doch genug Geld. Ah ja, klar, 1000. Perfekt. Das reicht ja gleich 10-mal. Also, ich möchte ja nicht überheblich sein, ja, aber wenn das mal nicht fast perfekt eingehalten war, ja, dann weiß ich auch nicht. So, scheiß auf Ampeln, wir sind in Las Venturas. Hui, da spielen Ampeln keine Rolle. Vermutlich. Nein, steht ja immer am Anfang, da, wenn man das Spiel startet, steht da ja immer, es gilt nur in Los Santos die Ampelpflicht. Obwohl ich immer noch nicht weiß, ob jetzt wirklich die Stadt oder auch noch das Land um die Stadt gemeint ist, aber was weiß ich denn. So. Ich stelle das Auto mal hier ab. Motor. Das werden wir wahrscheinlich nicht mehr alles in dieser Folge hinbekommen. Das war ärgerlich. Motor und Stadtbau. Stadtbauarbeiter. Warum nicht Stadtbau? Das würde schneller gehen. Naja. Okay. Du bist noch im Dienst, fahre die Marke ab und tue, was vorgeschrieben wird. Das mache ich. Runterfahren, okay. Ja, das ist... Oh, ich habe mehrere Gänge. Ich dachte schon, er fährt nur so schnell. Das hätte ich dem auch zugetraut. Dem... Dozer. Dozer. Boah, der hat eine echt komische Lenkung. Aber ich denke, das wird noch schlimmer gehen, denn es gibt ja... einige Fahrzeuge, die so wie der aufgebaut sind von diesem Schaufelschiebding davor, die dann doch ganz gerne mal komplett nicht nur die Hinterachse bewegen, sondern auch kommt mal zurück. Okay, jetzt Steine laden. Steine aufgeladen, okay. Achso, das muss ich jetzt überall machen. Schon aufgeladen. Und dann muss ich es wahrscheinlich irgendwo, weiß ich, da vielleicht drauf werfen. Eventuell. Boah, der hat richtig viel Kraft. Schnell, wie der den Berg hochkommt. Na, was will man denn machen? Gar, ich habe auch die Schaufel voller Erde. Ich muss jetzt wieder da hochfahren. Eine Freundschaftsanfrage von Cherry Gamer. Von welchem Namen wurde der denn inspiriert? Das frage ich mich schon. Ob es da etwa eine Inspiration gab. Sekunde, ich werde kurz annehmen.
Bestimmt keine Inspiration, ja, das ist eine Eigenkreation, da bin ich mir ganz sicher. Bestimmt. Ja. Naja. Komm, erster Gang. Man merkt's. So, wie kann ich in diesen Freundschaft schreiben? Oh, fuck. Help. Oh, die Folge ist zu Ende. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde dann jetzt gleich das zu Ende fahren, sobald die nächste Folge beginnt. Bis dann und tschö.